Wir sollen einen Staffelparcours aufbauen. Das heißt, ihr sucht euch 10 Gegenstände zusammen. Das kann alles sein. Ein Schuh, eine Trinkflasche, eine Rolle Klopapier oder vielleicht habt ihr sogar Hütchen und ähnliches. Das baut ihr auf. Und zwar Kind für Kind mit ein bisschen Abstand. Und dann sollt ihr euch da durchschlängeln. Wie eine Schlange. Und zwar im Staffelsystem. Das heißt, ein Kind läuft los, durch die Hindernisse und zurück. Und wenn das erste Kind angekommen ist, darf das zweite Kind durchstarten. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch, Paul, oder? Los geht's, komm! Paul spielt mit dem Ball wie ein Seehund. Pässe sammeln. Liebe Kinder, ihr stellt euch im Kreis auf und eure Aufgabe ist, die Bälle zuzuwerfen. Am besten so, dass keiner runterfällt. Aber wenn es doch mal passiert, ist das gar nicht schlimm. Selbst dem Paul ist mal ein Ball runtergefallen. Wenn das schon ganz einfach ist, dann könnt ihr ja mal versuchen, die Abstände ein bisschen größer zu machen, damit ihr noch weiter werfen müsst. Und trotzdem soll das nächste Kind natürlich fangen. Wir sind gespannt, wie viele Runden ihr schafft und hoffen, es macht euch ganz viel Spaß beim Üben. Der Bär rollt sich. Wir machen eine Purzelbaumkette. Der Bär wälzt sich und rollt sich elegant in alle Richtungen. Die Aufgabe und Challenge ist, stellt euch so in der Kita auf, dass jedes Kind 2 Purzelbäume oder vielleicht am Anfang auch erstmal einen bis zum nächsten machen kann. Kind 1 startet mit dem Purzelbaum zu Kind 2. Kind 2 startet, wenn Kind 1 bei ihm ist und rollt dann weiter zu Kind 3. Hört sich kompliziert an? Ist es aber gar nicht. Schafft ihr eine Purzelbaumkette einmal durch die Kita oder vielleicht sogar bis in den Garten? Kängurus machen was, Paul? Hüpfen und springen, ganz genau. Und zwar, Paul hüpft wie ein Känguru und ihr sollt das natürlich auch machen. Das Känguru hüpft fröhlich durch die Kita, im Garten und im Hof, auf beiden Beinen und manchmal auch nur auf einem Bein oder rückwärts. Die Challenge: Springt durch eine Koordinationsleiter hin und zurück in insgesamt 5 unterschiedlichen Sprungarten. Mal auf einem Bein, mal von beiden auf eins, mal auseinander, mal eng, mal weite Sprünge, hohe Sprünge, Pferdchensprünge. Wir sind gespannt, was euch alles einfällt. Wir machen Krebslauf. Paul bewegt sich flink wie ein Krebs. Der Krebs bewegt sich mit allen seinen Beinen. Das heißt, eure Aufgabe ist, ihr sollt mit eurem Partner einen Schubkarrenlauf machen. Von einer Markierung bis zur nächsten Markierung. Und wenn ihr dort angekommen seid, dann geht es im Krebslauf zurück. Seid vorsichtig bei der Schubkarre, dass euer Rücken nicht durchhängt. Das heißt, wenn es zu schwierig ist, dann vielleicht einfach die Beine nicht an den Füßen festhalten, sondern an den Knien oder vielleicht einfach noch ein bisschen um Hilfe bitten. Und beim Krebslauf könnt ihr gerne ein bisschen variieren. Vorwärts, rückwärts oder vielleicht sogar, wie das die Krebse machen, nämlich seitwärts.